Hallo Welt, da sind wir wieder auf unserer Suche nach Stöckern und ich habe hier noch ein fremdartiges Tier. Oh, das ist aber ganz schön schnell gesehen. Ach, da läuft es. Wir können uns doch jetzt nicht so ablenken lassen von so einem schnellen Tier. Stöcker. Wir suchen weiter Stöcker und müssen dann wieder zurück. Es wird schon wieder dunkel. Ich habe den Eindruck hier, dass die Tage sehr viel kürzer als die Nächte sind. Aber manchmal meint man das ja auch nur. Wir brauchen unbedingt mehr zu essen. Naja, wir können uns ja nicht nur von Schildkrötenfleisch ernähren. Och, vielleicht doch. Wer es mag. Wenn es schmeckt, komm, ein Stöckchen finden wir noch. Ja, es wird sehr schnell dunkel. Und was machen wir dann noch hier, wenn es schnell dunkel wird? Oh, ich sehe schon. Die Nacht überstehen irgendwie. Wir müssen uns ausruhen. Wir müssen dann auch schlafen. Ja, das mit dem Ausruhen. Eine Bank sollten wir schnell bauen. Aber wir sind noch dabei, unser Stocklager zu füllen. Was war das? Was ist das? Wie viele Arme haben die denn? Okay. Eins ist gut, sie scheinen nicht schwimmen zu können. Und sie freuen sich. Ja, wahrscheinlich nehmen sie doch hier diese Drogen zu sich die ganze Zeit. Jetzt bleiben wir die ganze Nacht im Wasser. Ich gehe nicht an Land, solange die da sind. Ich wollte eigentlich schlafen mal. Man sieht ja gar nichts. Ob wir uns noch einen zweiten Speicherplatz bauen sollen irgendwo? Einen dritten meine ich schon. Ja, was macht unser Zweiter eigentlich? Vielleicht ist da gerade nichts los. Och, da müssen wir durch den ganzen Wald. Da fahren wir bestimmt in irgendein Loch oder so. Nee. Ah, ich verstehe. Neumond. Deswegen sieht man nachts nichts. Vollmond wäre vielleicht etwas heller. Oh, gut. Blitze schlagen nicht ins Wasser ein, oder etwa doch? Oh nein, jetzt wird uns kalt. Wir werden erfrieren. Regen ist also kalt. Irgendetwas sieht uns. Das könnte aber auch ein Tier sein, oder was? Wo ist unsere Kälteanzeige? Ich sehe doch nicht mal, wo hier ein Weg nach oben ist. Ich sehe überhaupt nichts. Den Stein kann man sehen. Ich weiß, dass da oben unser Haus ist, aber ich weiß nicht, ist hier vor uns eine Wand? Laufe ich die ganze Zeit vor eine Wand? Das kommt ja nicht näher, das Zeichen. Ach komm, dann bauen wir uns hier halt ein Lagerfeuer, was? Lagerfeuer, Moment. Unser Buch. Ein Lagerfeuer. Oh, Feuer. Leuchtfeuer, was kann das denn? Das benötigt richtig Äste und so. Und ein Standfeuer? Ah, da könnten wir unser Lager immer sehen. Lagerfeuer, einfaches Feuer. Ja. Dafür brauchen wir zwei Stöcker. Oh, da haben wir so schon gesammelt und dann, naja, wollen wir erfrieren? Und wir haben schon eins hingestellt.
Ich will kein zweites. Wie kriege ich das los? Hä? Das haben wir doch ganz intuitiv letztens gemacht. Wieso? Ich will kein zweites. Mach das weg. Eins reicht. Geht noch nicht? Jetzt können wir es anzünden, okay. Im Wasser haben wir es gebaut. Ach so, es regnet. Hier ist überall Wasser gerade. Da werden wir natürlich entdeckt jetzt, aber wir tauen schön auf. Ich weiß ja nicht, wie lange so ein Feuer brennt. Ach ja, wenn ich nur wüsste. Da steht immer, wir sollen uns ausruhen. Ruh dich etwas aus. Oder ess etwas, iss etwas. Haben wir nicht irgendwelches Fleisch dabei noch? Echsenhaut. Erhöht Rüstung. Aber zu essen haben wir nichts. Schädel kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Nur was? Gesundheit. Oh. Echt. So wenig regeneriert sich die Gesundheit. Ah, da müssen wir ohne Ende Ringelblumen und Aloe Vera sammeln. Was war das denn hier? Kombinieren. Kombinieren mit... steht nicht dabei. Tragen. Echsenhaut für Rüstung. Okay. Blätter. Leuchtfackeln. Schildkrötenpanzer. Ach, das ist aber schön gemacht mit der Decke hier. Das gefällt mir. Man hat alles sofort im Auge, im Blick. Echt cool. Kann man die essen? Federn. Kann zum Herstellen von Objekten benutzt werden auch. Ja, Pfeile und so. Ach, da haben wir aber nicht viele Stöcke. 5 haben wir nur gesammelt. Ah, und nicht zu essen. Schick. Echsenhaut. Hier kommen wir doch nirgends rauf. Ja, wenn ich nur wüsste, wie wir uns ausruhen können. Moment. Das ging an unserem Lager. Jetzt ist uns ja nicht mehr kalt. Aber so langsam wird es wieder kalt. Oh, und wie kalt. Die werden doch nicht die ganze Nacht hier auf dem Stein hocken oben. Oh, da kommen wir nicht rauf. Okay, ich verstehe.
Ah, hier kommen wir nicht rum. Du schaffst es, du schaffst es. Ja, du hast es geschafft. Wo ist unser Feuer? Das Feuer ist weg. Oh, schlafen. Okay, wir sind aus... Oh, ja, super, wir sind richtig gut ausgeruht. Hier ist das Feuer, da können wir gleich etwas... Aber wir haben nichts. Ach, Vogel, du bist gerade da. Unser Frühstücksvogel. Hallo. Der haut auch nicht ab. Wir hauen unsere Hütte noch kaputt wegen dir. Ja, Fleisch. Vogelfleisch. Du auch. Oh, Rotkehlchen. Das ist das. Schlafen ist ganz, ganz wichtig hier. Okay, Inventar. Kochtopf. Drauf damit. Fleisch rein. Und ja, das war's erstmal. Warten. Ach so, wir haben Stöcker gesammelt. Was ist hier passiert? Das Feuer sollte uns doch essen. Wo ist unser Essen? Nichts, nichts Fleisch, nichts was? Rotes Kreuz, was bedeutet? Schneller ein neues Feuer. Ach, wir haben keine Stöcke dabei, deswegen, hier haben wir doch Stöcke. Ach so, Moment. Doch, war ja richtig. Hier das Buch und ein einfaches Feuer. Zack, dahingestellt. Stöcke rein. Blätter da rein. Und anmachen. Schnell, schnell, schnell den Topf da drauf. Und das Essen rein. Wo ist es jetzt? Der Vogel! Ah, ja, das wäre auch... Ah, das ist jetzt schade. Oh, noch einer. Nicht wegfliegen! Lass dich essen! Oh, wir sind ja schlimmer als die Kannibalen. Oh. Ah, gut, sehr gut. Oh, die Insel der Schildkröten. Hallo, Schildkröte. Keine Angst, wir tun dir nichts. Halt nur deinen Kopf schön raus. Es tut mir leid, aber wir brauchen dein Fleisch. Oh. Du bist ja langsam. Kann die immer nur einmal treffen. Die Ärmste. Naja, dann ernähren wir uns größtenteils von Schildkröten, wie wir sehen. Komm schon raus. Zeig dich. Sieht uns nicht. Okay. Alles nehmen? Oh, jetzt aber schnell. Den können wir nicht? Warum nicht? Egal. Oh nein. Irgendjemand hat den Topf runtergeworfen. So, Topf drauf. Schildkrötenfleisch rein. Und warten. Das dauert aber lange diesmal. Warum dauert das so lange diesmal? Okay. Oh,
Und wir holen uns den Panzer. Wir bauen hier nämlich noch so ein Ding auf. So, für Wasser meine ich. Wasser, Inventar. Was können wir denn sonst noch bauen aus diesem Schildkrötenpanzer? Gleich daneben? Oh ja, dann. Obwohl. Ja, doch. Direkt daneben. Wir brauchen 4 Stöcker wieder. Schade. Den Panzer holen wir sofort. Ach so, den haben wir sofort. Was können wir denn mit dieser Trophäe hier machen? Gar nichts. Da sollten eigentlich schon 2 Vögel anlocken vielleicht. Ah, das reicht für ein paar Tage. Neues was? Neues Tier entdeckt. Aha. Oh, ja, dann können wir schon mal was zu essen zubereiten hier. Wir haben zu viel Fleisch schon eingesammelt. Was haben wir denn hier noch? Puh, was für ein Geräusch dabei. Warum ist das denn hier so ein Halbmond? Haben wir das kaputt gehauen schon? Das ist schon halb kaputt. Wir brauchen mehr von diesen Stöckern. Da hinten rennen die. Rennen hier die ganze Zeit rum. Wir sollten irgendwas zur Verteidigung bauen. Aber nicht mehr in dieser Folge, liebe Welt da draußen. Diese Folge ist vorbei. Ja, wir gucken noch, wie unser Fleisch hier schön zubereitet wird. Wie es da grillt. Hoffentlich nicht verbrennt. Und ich hoffe, wir können das nachher auch einsammeln. Nein, wir können es nur essen. Wir haben doch jetzt nicht alle 4 Fleischstücke gegessen. Oh nein! Und wir verbrennen uns zum Abschluss nochmal schön. Ich weiß nicht. Hilft trinken? Das ist ziemlich ungeschickt. Ah, das ist ziemlich... Jetzt sind wir wieder am Ende. Okay, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.